Einen aufsehenerregenden Fund haben Hobby-Schatzsucher auf der britischen Insel Jersey vor der französischen Küste gemacht. Nach 30 Jahren Suche schlugen ihre Metalldetektoren schließlich an dieser Stelle aus und sie fanden 50.000 keltische Münzen, die wahrscheinlich vor den römischen Heeren versteckt wurden. Wir sind auf etwas Hartes gestoßen. Wir rammten hier die Schaufel rein und bewegten sie. Dann hörten wir das Geräusch von Metall auf Metall. Zum Vorschein kamen 5 Münzen aus der Eisenzeit. Wir waren paralysiert. Es war ein sehr erhabenes Gefühl. Wow! Jede der Münzen ist umgerechnet etwa 250 Euro wert. Der Gesamtwert des Funds dürfte somit bei mehr als 12 Millionen Euro liegen. Es wird vermutet, dass die Münzen etwa aus dem Jahr 50 vor Christus sind. Der Fund ist der größte Münzenfund aus der Eisenzeit in Nordeuropa.